Liebe Leute, heute will ich euch etwas ziemlich Cooles zeigen, nämlich ein aktiver Abonnent, der hat... Nö, das erzähle ich euch jetzt gar nicht. Türö und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skywars auf dem GomRT.net Server. Ich habe diesmal auch ein Thema dabei, das habt ihr ja in dem Pre-Intro gesehen, aber dazu gleich mehr. Ja, warum nicht? Follow this heart that escapes me. It escapes me. And I'm lost. Ja, wir haben ihn, sehr schön. Aber die Sachen verbrennen wahrscheinlich. Ja, die Sachen sind leider alle verbrannt. Na super. Auf jeden Fall, der Finofan schaut so seine Kommentare durch, wie er immer macht. Ich glaube, ich bin ziemlich aktiv, was Kommentare beantworten angeht. Man kann ja nicht anders bei eurem Feedback. Auf jeden Fall gibt es dazu einen Typen, der ziemlich aktiv ist, nämlich der liebe iProdi. Und der hat dann Folgendes geschrieben. Zuerst einmal, ich glaube, coole Hintergrundmusik. Und dann hat er mich einfach gefragt, jo, Finofant, ich könnte es versuchen, dir auch einen Beat zu machen. Und Finofant denkt sich natürlich, ja, warum nicht? Und dann... hat er mich bei Skype geaddet. Skype heiße ich übrigens Finofant. Für all diejenigen, die es interessiert, ihr könnt mich alle einmal adden, wenn ihr wollt. Dann hört es sich das an und denkt sich einfach nur, wow, ist das krass. Also, ich hätte das niemals können. Und da hinten ist ein Gegner, den habe ich gesehen. Oh Gott, der ist dort entweder oben oder unten. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich erzähle auf... hinter uns. Nein, also... Oha! Ist es ein Abonnent auf Gomme? Oha, Grüße gehen raus an dich, wenn du wirklich ein wirklich ein Abonnent bist. Oha, das ist ja krass. Auf Gomme! Okay, Finofan ist ein bisschen überfordert. Das sind immer Momente, wenn man so auf Gomme erkannt wird, dann ist alles ein bisschen hektisch bei mir. Und ich muss meine Story weitererzählen. Ich habe mir das dann so angehört und habe mir einfach nur gedacht, krass. Und was ist, wenn mal was krass ist? Das muss man einmal Danke sagen. Ich glaube, das habe ich auch auf jeden Fall. Ich habe leider schon wieder überhaupt kein gutes Schwert. Der ist unten. Oh, krass. Nein, dort hinten kommt der Nächste. Bitte bleib stehen, bitte bleib stehen. Nein. Das ist ganz böse, was du machst. Ich habe keine Items. Ich brauche ein besseres Schwert. Auf jeden Fall habe ich mir dann einfach nur gedacht, danke, iProdi, und ich werde jetzt weiterhin, also ich werde den Beat auf jeden Fall immer mal wieder benutzen, weil ich den echt krass finde. Und ich werde euch auch noch schnell einen Ausschnitt davon einblenden. Typ bekommt jetzt nicht unbedingt mit, dass wir hinter ihm sind. Oh Gott. Oh Gott. Ohne... Ich hab leider kein Schwert. Und hier ist der Nächste. Mann! Und der hat Low Ground, das gebe ich mir nicht. Und... er ist unten, sehr schön. Ja, ich kann mich eigentlich bei dieser Folge wieder nur bedanken, wie aktiv ist und dass ich hier erkannt wurde und... ach Mensch, alles ein bisschen... Der Finofant wird ganz hebelig wegen euch. Keine Chance. So, der Gegner ist hier. Den haben wir und der hat ein Dia-Schwert. Und der fliegt hinunter. Sehr schön. Und hinter uns ist der andere. Den haben wir auch noch. Wir haben gewonnen. GG und Törö. War eine chillige Runde. GG und Törö. Am Schluss bedanke ich mich jetzt einfach nochmal recht herzlich bei dem lieben iProdi und bei der Community. Und ich verabschiede mich jetzt direkt mit einem kräftigen Törö. Mich freut es einfach, dass die letzte Runde noch geklappt hat. Wir sehen uns übermorgen wieder bei einem neuen Video. Ich verabschiede mich jetzt mit einem kräftigen Törö.